So, und weiter geht's. Akku gerade gewechselt. War leer. Achim war am Meckern, konnten wir zum Glück nicht aufnehmen, dass uns die Zeit flöten geht. Oh, guck mal. Wir hätten hier die Maiskolben hier gegessen. Temperatur ist gut. Wir konnten schon die Handschuhe ausziehen. Nee, anscheinend steigt. Aber je höher wir kommen, desto mehr Schnee ist auch. Ich glaube, viel mehr als das hier wird das wohl nicht werden. Muss sagen, wir sind schon sommerliche Temperaturen hier. Schütze so. Ja, und machst du so einen roten Zinken. Plus 5 Grad. Was? Roter Zinken. Hä? Kann ja wohl nicht sein. Warte, muss ich noch mal gucken hier. Ja, ich glaube, da lügt der Achim uns was vor. Hä? Kann das sein? Du hast eine gesunde Gesichtsfarbe. Ja, gut, das ist ja natürlich normal. Ist gut durchblutet. Ich weiß nicht, was du da dir vorstellst. Das ist ja nun mal so. Hä? Aber hier schon wieder sehr matschig. Und einfaches Laufen ist etwas anderes als das hier. Na, was soll's. Haben wir ja so gewollt, ne, Achim? So. Was sowieso gar nicht. Ich habe das Mikrofon ganz runtergestellt. Was? Also du kannst jetzt das Mikrofon auf 2 Stufen stellen. Die Empfindlichkeit. Ich dachte, das letzte Mal, das war irgendwie zu empfindlich. Bei der letzten Aufnahme. Ich habe das mal runtergeredet. Mal gucken. Empfindlich. Ja, du hast jeden Scheiß so gehört. So. Aus der. Von mir. Von dir natürlich nicht, weil du brummelst hier ja sowieso immer in deinem Bad. Also ich bin ja immer 2-3 Meter von dir entfernt, so ein guter Fuß. Von daher. Ja. Aber da ist ein Gestell, eine Ecke. Und auch wegen dem Wind zwischendurch. Oh ja, guck mal. Hier, ist das für Bares, für Rares oder so? Ja, das lassen wir vom Guido abholen. Ja, hier machen wir mal Foto. Oder ja, ich muss gerade die Position. Ja, kommt uns das. Der bringt man. Bis zum Wachmann bringt, ne? Ein Kohlemann. Tja, ist die Frage, wenn das hier so rumliegt, wen gehört das? Ja, ich sehe noch was. Ja, ja. Links, links. Linke Bahn ist wieder durch. So, links müssen wir auch hier. Müssen wir links. Was? Ja, wo willst du links hier? Da vorne. Kleinen Findling vorbei. Ja. Ach, da geht's runter. Na gut. Findling, das sieht aus, als wenn hier einer einen Schneemann bauen wollte. Ich glaube, hier wollte einer einen Schneemann bauen, oder? Alter, das ist eine Falle bestimmt. Das ist eine Falle. Eine Falle! Falle! Ach, Fallschimpfer! Ja, ich glaube, wir kriegen heute doch 16 Kilometer. Ach, er will nochmal zurück, will die Ecke doch mitnehmen. Zwei Mann, zwei Ecken. Eigentlich heißt das 4 Mann, 4 Ecken.
Was denn? Ich habe jetzt gerade mal so ein Déjà-vu wieder. Ich habe nicht ein Wort verstanden. Der Schnee ist so laut hier. Der Schnee ist so laut, ich höre nichts. Ah, das sieht hier ganz schön gefährlich runter. Hol die Seilschaft raus. Ah, da unten ist der Weg. Ach, Scheiße, oh, was ist hier denn alles für ein Matsch, Alter? Boah. Das ist aber scheiße. Das ist schön matschig getrampelt hier. Da ist nur eins, querfällt ein hier. Du bürstest da nicht immer deine Stiefel. Macht Jana das oder machst du das selber? Wer macht das? Dein Schatz macht das. Guck mal, das ist doch schön. Kann ich meine auch mal vorbeibringen? Ich muss das immer selber machen. Wie? Die will da Geld für haben. Oh, gleich sind wir wieder an der Straße. Die Zivilisation hat uns wieder. Jetzt sind wir wieder falsch. Na? Trotzdem, mir werden die Hände, langsam die Hände wieder kalt, muss ich sagen. Muss ich mal gerade die Handschuhe anziehen. Ich glaube, Achim hat sich fair navigiert. Was ist denn das? Na, oh nee, wir haben den Weg wieder gefunden. Ja, halt mal davor, halt mal davor, halt mal direkt vor die Kamera. Super, siehst du? Ja. Ja, da. Ja, ist gut, aber jetzt müssen wir scheiß Weg wieder, also Straße, das ist ja. Wir haben jetzt, wenn man so guckt, ja, noch nicht mal die Hälfte. Warte, ja. Ja. Okay. Noch nicht mal die Hälfte. Na gut. Was haben wir rum? Durchschnitt 4,7 Kilometer die Stunde. Na, geht. Holen wir jetzt auf. 6,09 haben wir hinter uns, 8,5 Meter noch. Guck mal, 6 Kilometer. Ne? Was? Ja. So, dabei. Ja, ja. Büster, Büster. Alter, hier ist glatt. Ja. Alter. Da ist ja der Baumstumpf genommen, ne? Ja, nee, davor war das. Oh, pass auf. Oh. Siehst du? Ja, ja, einmal. Ja. Junge, Junge, Junge. Ja, 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 ja. Willst du hierher? Nee, ich hab halt den Plan. Okay. Also doch nicht die Straße, das sah so aus, als wenn wir die Straße gehen müssen. Ja, das ist jetzt parallel zu dem Weg. Warte, das geht aber jetzt hier richtig ziemlich hoch.
Ah, die sind die Straße gegangen. Da siehst du ein Stück Straße nur kommen. Können aber auch nicht schwer sein. Sieh schon, ich liege heute noch auf der Fresse. Was liegen hier denn hier? Ja, ich auch. Wir nehmen ja auch Action auf hier. Ja, stimmt. Ach, guck mal. Das ist der zweite Burger Wald. Echt? Was geht's damit? Kirschsorten, Schatztruhe. Ja, schön. Ja. Okay. Ach, du brauchst jetzt noch nicht sauber machen. Ja, so. Will auch nicht ganz so dreckig auf dem Bild aussehen. Ja, guck mal, machen wir noch mal hier einmal eine kleine Panoramarunde hier. Ach, links. Heieiei, das ist aber fies hier. Da wäre ich immer dran vorbeigelaufen, wenn ich Navigator gewesen wäre. Ich habe gesehen, dass du einen guten Navigator hast. Ja, ich habe einen guten Navigator. Ich sollte jetzt noch mal 10 Minuten zurückspulen und dann sagen wir es noch mal mit dem guten Navigator. Alter, was hier ist das? Scheiße. Wir müssen wieder durch den Schnee, das andere ist zu matschig. Geht gar nicht. Naja, das ist. Das wird doch nicht schwieriger, das wohl war. Ja, schon besser als vorhin. Und als am Anfang. Oh ne, du kannst gar nicht sehen, das ist noch mehr. Kannst du leicht sehen, es geht noch höher, da siehst du das, die Berge, die Hügel. Ah, ich bezweifle das. Ich denke, das ist. Ich weiß nicht. Das. Das ist echt eher was für alte Leute hier. Ja, zum Teil zumindest auf jeden Fall. Also, das hier hieß in den Grenzen. Ja. Berghof bei Sonntag. Ich sehe das auch jetzt nicht so unbedingt als mittelschwer an. Das geht hier runter, ne? Ja. Oh, das ist voll schweineglatt hier. Pass auf. Dieser Matsch. Also irgendwie stelle ich mir den Kilimandscharo aber ein bisschen anders vor. Könnten links rüber, ja, habe ich eben auch schon überlegt. Achim auf dem Kilimandscharo.
Unterher. Wenn du was kannst, gehst du da jetzt unterher. Nein, er muss wieder rüber. Natürlich gehe ich rüber. Also die Bundeswehrzeiten sind vorbei, habe ich dir letzte Woche schon gesagt. Ne, jetzt kannst du ganz beschissen laufen. Guck, was die Strafe, das Karma, ne? Ja. Tok, tok, tok. Wird schon wieder belästigt. Aber wie gesagt, wir sind doch nicht die Ersten, die das ist. Nee, das ist richtig. Das wird kritisch. Oh, da müssen wir hoch, wa? Das könnte jetzt problematisch werden. Nein, komm, lass mal. Vorhin habe ich abgekürt. Wir fahren aus dem Weg. Oh Mann. Ich hoffe, das wird ja im Sommer besser sein. Ne? Nicht so viel. Ja, auf jeden Fall. Schlamm und. Jo, freue mich auch schon auf. Vor allem, dass abends das mal wieder heller ist, länger. Das geht mir ganz gewaltig auf den Sack, dass es am schon so früh dunkel ist. Das heißt, ich kann auch mal ein bisschen eher auf die Stehen. Oh, kommt drauf an, weil ich ins Bett gehe. Aha. Ich mal einen Morgen auf den Sonnenaufgang erleben. Den Sonnenaufgang, jetzt übertreibt man nicht. Das heißt, dann muss ich reicht doch, wenn ich den Sonnenuntergang erlebe. Fünfe los. Um fünfe, also hast du sie noch alle oder was? Dann muss ich ja durchmachen. Dann mach ich ja durch. Weißt du, war ich das letzte Mal um 5? Obwohl, so lange ist das gar nicht her. Damals, als ich hier Frühschicht gemacht habe bei Karmann, da muss ich auch um 5 aufstehen oder halb 5 sogar. Also ich habe da kein Problem mit. Ja, die Zeiten sind vorbei. Ich wenn der Abend davor keine Party sollte, ist das kein Thema. Ja gut, aber ich bin ja nicht. Ist hier um 4 nach 4 offen und weg, ach, morgen wieder um 4 nach 4. Das ist ein ganz einfaches Rechenexempel. Ja. 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 Ich brauche mindestens 7 Stunden Schlaf. Ja. Ja. Rechne die zurück. 4 minus 5. Ja, 11 Uhr. Nee, 9. 9, sozusagen. Also gehe ich um 9 ins Bett oder was? Ja, bestimmt. Da bin ich ja gerade erst nach Hause gekommen. Guck mal, wenn das Licht so schlecht ist, dann zieht er voll auf. Ja. Ja. Alter, was hier denn was? Wie ein scheiß Traktoren. Auf dem Lande. Okay. Meine Güte, was haben die hier zu suchen? Ja. Kein Wunder, dass du immer dreckige Hosen hast. Wo müssen wir denn hin jetzt hier? Links, linke müssen wir gehen. Immer gegen die Autos. Toll. Ein bisschen Straße. Ja. Ein bisschen Hosen rein.
Da steht ein alter Zosse. Zwei sogar, guck mal. Zwei Stückchen. Hä? Gnadenbrot. Was denn? Nee, die sehen schon. Na, ich hab aber nichts für euch. Hallo, hallo, hallo. Ja, er hat leider nichts in seinem Rucksack. Ich hab nichts. Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich ein paar Möhren mitgebracht. Ich hab noch welche. Heute Abend will ich ja schön kochen. Also nächstes Mal. Ja. Eigentlich musst du immer so ein paar Reserven dabei haben. Irgendwie. Ach, du hast doch den Rucksack, du kannst doch schön immer alles reinpacken. Hä? Äpfel und sowas. Oh. Könnte heute Abend eigentlich gut zum Essen kommen bei mir. Aber ich glaube, das magst du nicht. Das ist ganz, Oliven sind da auch drin. Ja, habe ich mir schon, das habe ich mir schon getan. Also das musst du aber rein, da kann ich. Also das ist mit, ja, hier, dann halt mal hier. Halt du mal. Nein, unten halten, nicht am. Ja, ich halte doch. Ja, gut, alles klar. Gut. Ich halte doch die Fackel. Wo hast du denn die Öffnung? Nach oben. Nee, musste. Was gibt's denn? Lass mal überlegen. Paprika. Paprika. Champignons. Das ist alles noch gut. Das ist auch geblieben. Karotten. Ja, ist auch in Ordnung. Die Oliven. Kartoffeln. Knoblauch natürlich drin. Frischer Knoblauch. Zwei Zehen Minimum. Harissa, Gewürz, Salz, Pfeffer, Harissa. Na ja. Oh, wir haben die Hälfte geschafft, sagt er. Ja. Die Hälfte haben wir geschafft. Und dann. Die Hälfte ja. Von 40. Achso, und dann Schweinefilet. Ne? Schweinefilet gibt es dabei. Und Tzatziki. Tzatziki. Also, wenn ich nach Hause komme, gibt es noch zwei so. Rinderrouladen. Oh, die ist auch nicht schlecht. Ja, die ist auch nicht schlecht. Die gestern gemacht. Lecker, ja. Lecker, ja. Lecker. Ein bisschen Kartoschka. Ja. Oder Kartoffelbrei dabei. Ja. Ich denke, das ist auch nicht schlecht. Vielleicht mal auch noch ein bisschen Gemüse. Ja. Wenn wir noch was haben. Hört sich auch gut an. Aufgewärmt. Die gingen gestern schon auseinander mit der Gabel. Kannst du die essen. Oh, schön zart, das ist gut. Ja. Da hole ich immer aus dem Markt. Ja, die sind Fleisch und Ehe, jetzt kommt eh alles vom selben. Da lasse ich mir von gar nicht einreden und krieg irgendwelchen billigen Scheiß vom Russen. Nee, das darfst du nicht, nein, nein. Nein. So. Das ist eine Lebensmittel, das ist eine Vertrauenssache, weiß ich nicht. Die sagen auch immer, soll nicht schlecht sein, aber. Auch der vom Russen kommt das her. Ja, das wollte ich gerade sagen, das ist doch. Ja. Eigentlich, wenn es denn wirklich so ist. Also, ich hatte ja nie gearbeitet. Ja, klar. Ja, gut, stimmt schon. Sind wir noch auf der Spur oder was? Keine Ahnung. Die bunten Pferde hier. Oh, hier. Die nehmen wir mal mit. Ach, dann pinkel doch mal hier an den Zaun hier. Nein, muss ich nicht. Moment, warte mal. Was denn? Warte, bleib mal stehen. Na, ich komm mal auf die hier. Ich hab mein Bart gestern ein bisschen gestutzt wieder. 4 mm. Schon ein bisschen gerichtet hier. Das klappt mit Weihnachten, denke ich. Einen schönen Bart wieder. Alter, hier rutscht er wieder. Jetzt gleich wieder. Obelix ist da oben. Hast du gesehen? Nee. Da, Obelix. Au, jau. Jetzt schon bei den Galgern hier. Da ist das Dorf. Ach, guck mal, ich habe es überall gesucht und hier ist es. Cool. Das ist ja eigentlich in Frankreich. Nee. Ja, hier rechts oder da hoch? Wir sagen geradeaus. Hier ist nichts angezeigt worden. Hä? Ja, da rum. Wahrscheinlich das selbe Haus. Ja, wahrscheinlich. Ich dachte, wir müssen jetzt wieder hoch hier. Nee. Ist da kein Weg hoch? Ich kann da 2 Minuten warten, dann läufst du da hoch, machst ein bisschen Kamera auf Obelix. Wobei man den jetzt von hier ja auch schon sehen ja, kann. Ja, das ist auch nur ein Schild, das ist keine Figur. Ja. Das siehst du sogar ohne Brille. Ach nee, kannst du ja sehen. Kann ich noch. Ja. Die Zahlen. Die kleinen Zahlen, ja. Probleme mit 40 Ja, mit 40, Alter.
Da bist du auch schon 15 Jahre drüber mit 40. Guck mal, das muss erst mal hier repariert, auch noch den Zaun hier. Bring dich nicht noch um hier. Da wird sich dein Chef freuen, glaube ich. Oh. Jetzt kommt erstmal hier ja eine Aufgabe. Au, au. Kollege, das ist scheiße hier. Habe ich schon gesagt? Ja, wir hoffen, dass ich die ganze Zeit nicht ziehe. Oh, oh. Ich muss auch noch in deine Stufen. Rutsch hier nicht ab, pass auf. Enten. Ich höre die Gänse. Gänse sind Gänse, da. Enten. Alter, hier ist ja noch. Oh, hier ist ja noch weicher. Hier ist noch weicher, Achim. Ja, ich bleib hier. Kacke. Ich geh wieder rüber. Hoppa. Ja, komm, komm, ich geh rüber. Hier. Ah, hier ist besser. Ach Gott. Ja. Einmal die Schuhe gewaschen, jetzt sind sie wieder sauber. Einmal die Schuhe gewaschen, jetzt sind sie wieder sauber. Aber jetzt ja. Du aber auch aus bis zum Knien. Ja gut, das ist natürlich klar. Okay, geht doch. Ich dachte, die Weihnachtsgänse sind schon geschlachtet. Sind nur noch zwei Wochen, oder? Jo, die haben sie überlebt. Ja, kann man mir vorstellen. Hm, naja. Ja. Hoch und dann links. Der Schlaubi-Schlau, wer läuft da rechts rum? Ja, 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 ja. Ja, erwischt. Was ist los? So, jetzt besser, ja. Na ja. Ja. Was sagst du, links sagt die Uhr? Okay. G-Action, take photo. G-Action, take photo. Macht er nicht. Ich glaube, wenn er ein Video macht, macht er das nicht, komischerweise. Und ich sollte das machen. Und wir mal testen. Ja, was Sie wohl hier für einen DSL-Anschluss haben. Das glaube ich auch. Ich bin froh, dass sie überhaupt einen Telefonanschluss haben. Ne? Wir haben noch einen Akustikkontakt. Ja. Ja. Ist doch schon eine ISDN-Karte. Ja? ISDN-Karte.
geht auch immer mehr zurück. Bei uns auch. Eigentlich wollen die nur noch über VoIP haben. Ich glaube, die zerfeigen mal ein Border. Und dann? Sind bei Intersport. Müssen wir auch ein bisschen der Ausrüstung nachkommen. Ja. Der jetzt gleich hoch. Ja. Das war schön. Ja, aber der Weg wieder. Total vermatscht. Nichts Hartes, nichts Weiches. Nur Matschiges. Nur matschig. Ah ne, ich glaube jeder. Das ist eben was schlimmer. Ja, das sieht gut aus hier. Ja. Das Pferd ist immer noch vor uns. Das Pferdchen hier, siehst du? Hier, siehst du die frischen Spuren? Ja. Da, vorne, das ist ganz frisch. Hier hat sich lang gelegt. Okay, hier, da auch. Ja. Nochmal eine Aufnahme. Ja, da muss ich. Neuen Namen rauskriegen. Meinst du, das ist eingraviert auf dem, auf der Hufe, auf dem Eisen? Hier kannst du noch ein bisschen Kaminholz mopsen. Ja. Kann noch einen Schluck trinken, wenn wir oben sind. Echt ein Hammer, dass er so einen trockenen Hals kriegt hier. Gleich geht's wieder in den Wald. Was? Gleich geht's wieder in den Wald. Wurde doch mal wieder Zeit. Ach ja, das stimmt. Ja, leg dich ein bisschen hin. Keine Fernbedienung dafür? Nee. Gibt's das, ne? Jo, ne? Aber das gibt's dafür Bluetooth, ja. Dass du so ein bisschen drehen könntest jetzt? Nee, das geht nicht. Ich denke, kannst du die Motoren drehen, oder? Nee. Die sind nicht dafür ausgelegt, dass du da eingreifst. Jetzt sei das auch ein Fluss wie nur ein Bach. Ich habe nicht mehr viel Wasser. Hier, Kneipen Erlebnispark. Foto. Von ja, habe ich auch hier. Von der Burg. Habe ich hier auch. Ach, scheiße. Ich habe schon vier Fotos eben weggeschickt. Ja, scheiße, ich habe natürlich hier nur Edge, ne? Ja, was habe ich denn hier? Warte hier, guck mal. Aussichtsplattform. Oh, immer mal hin. Ich habe auch nur Edge. Was habe ich hier denn? Oh,
sein. Fast. Haben wir irgendwo ein Video gedreht? Wir drehen die ganze Zeit ein Video. Wieso? Ach so. Heute Abend mal anzocken. Ja, können wir machen. Wünsche schönen dritten Advent. Von wem? Jana. Ach, von Jana. Kannst du da hier beim Abfall ein? 55% ist fertig. So. Dann müssen wir gleich runter, ne? Und dann kommen auch gleich die Dunensteine. Ja, cool. So. Von mir aus können wir... Meine Finger werden kälter. Weiter. Jo, von mir aus. Was hast du? Wo müssen wir her? Wie hier runter? Hier. Ja. Jetzt fängt er an, hier den Bergsteiger. Willst du jetzt den Navigator schon sagen, wo er her muss? Oder? Nein, natürlich würde mir ja nicht im Traum einfallen. Also, entschuldige bitte. Kamera, ja, entschuldige, Herr Navigator. Wir sind immer noch auf der Teutoschleife. So, da runter und an den Bogen. Wir werden morgen erst nochmal noch ein zweites Paar Handschuhe kaufen. Ja. Ja, ich hatte mir da schon welche ausgesucht. Warst du doch nicht zufrieden mit deinen? Doch, aber die sind nur was für so für Sonnenwetter. Also ich bin hiermit jetzt im Moment noch zufrieden. Also das ist auch. Ja. Da geht kein Wind nichts durch. Ja, Wind geht hier auch nicht durch, aber wenn die feucht werden, dann ist das irgendwie scheiße. Das hatte ich nicht. Ja, habe ich aber letzte hier. Letzte Woche. Bei denen aber gehabt letzte Woche und das war kacke, weil dann... Ja, die Feuchtigkeit kam ja aber von dir, von innen. Ja, das mag ich sagen. Da können die Handschuhe ja nicht. Ja, 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 vielleicht. Ausschwitzt. Ja, vielleicht. Na, rechts hier, oder? Und die harten gehen durch ein bisschen. Ja, gut, dass wir nicht hart sind, ne? Ja, die Fahrradfahrer sind auch schon wieder hier. Ja. Aber heute habe ich noch so ein schönes Wort gelesen. Hä? Irgendwas mit Berge und Fahrrad. Ja. Da haben ein schönes Wort mit diese Fahrradfahrer. Ja. Die nur bergab immer fahren in Englisch. Halb in Englisch. Ich hab's aber vergessen. Ah, okay. Wenn du das nochmal siehst, kannst du es ja... Mit Mountain war das irgendwas. Mountain war vorne. Ja. In dem Fall war es ein negatives Wort. Negatives. Ja. Das ist halt die. Ja. Die haben halt Spaß daran. Das ist halt. Willst du denen das jetzt auch verbieten? Weiß ich nicht. Von mir aus werden sich alle 500 Meter mal hinlegen. Du bist ganz schön gehässig, Alter. Nicht Alter. Doch. Wir haben 8 Kilometer, haben wir eine Stunde 57. 4 Kilometer in der Stunde. Da ist natürlich. Naja, letztes Mal sind wir gleich noch auf 4,7 gekommen. Ne? Ja, also 5 ist ja eigentlich Standard so am Anfang. Ich habe geguckt, in dem Berg hoch auf dem Gipfel, da hatte ich 2,7. 2,7? Ja, gut, das geht halt hoch. Ne? Aber durch diese Schlammdinger, da kannst du auch nicht schneller gehen, das ist halt so. Könnte hier schon schneller gehen. Ich gehe hier aber nicht ohne also Rücksicht. Rechts, ne? Ja, wir müssen rechts? Ja. Okay. Nein, noch hält sich alles in Grenzen. Ja.
So, wo geht's denn hier hin? Jedes Mal. Ja. 0,200 200 Meter noch. Jedes Mal, wenn ich nicht vergesse, Geld einzustecken, ja, kommt keine Gaststätte. Ja, so, immer dasselbe, ne? Ja. Ja, wir können ja gleich gucken, unterwegs noch eine finden. Unterwegs, wir finden schon eine heute. Wir kriegen schon unser Käffchen, wie wir haben. Hätten wir die andere Tour machen müssen. Ja. Aber die wären weiter weg gewesen. Gut, so nah ist diese hier auch nicht. Aber hier kommst du schneller hin. Hier kommst du schneller hin. 30. Das sind nur 48 oder 50 Kilometer und das andere waren, ich glaube, 70 oder 80. Aber da war auch nicht so viel Land einzufahren wie die andere Strecke, die wir da mal hatten. Ach, das sieht auch nicht schlecht aus. Ist das Salz oder ist das da? Nee, das sind die noch nicht. Das war noch, das ist noch weiter, das waren 200 Meter. Aber da kann man auch mal ein Foto von machen. Ja. G-Action, take photo. Ja. Macht er nicht. Warum macht er das nicht beim Video? Mensch. Blöder Mist. Wo ist denn da hin? Leicht erhöhter Schwierigkeitsgrad hier. Ja, fragt man sich doch, wer wohnt hier, ne? Da fragt man sich doch, wer hier wohnt. So weit ab vom Schuss. Brille. Was, hast du die Brille verloren? Ja. Na super. Und jetzt? Weiter. Jetzt kann der Navigator aber nicht mehr. Das, ach, das geht noch. Alter, jetzt sind wir verloren. Bitte holt mich hier raus. Mein Navigator hat seine Brille verloren. Ich bin nur vorgegangen. Ist dir das nicht aufgefallen? Halt, ja, das fällt mir natürlich auf. Du meinst jetzt die 5 Minuten hier, hast du die, wahrscheinlich hast du die da hinten liegen lassen. Hä? An dem Liegestuhl da. Also Dienstag auch noch neu gekocht. Ja, siehst du. Also diese zwei. Wo sind die Duvensteine hier? Ja, die Duvensteine hier. Die Duvensteine, ja, ich sehe überhaupt nicht. Ich weiß auch noch nicht. Richtig. Ich kann es dir nicht sagen. Die Muttergottheit verehrt wurden. Da oben, komm hoch. Das ist das? Bist du sicher? Warte mal gerade. Ja, ich komme hoch. Das ist doch nicht. Das waren doch so. Habe ich mir jetzt irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Aber. Okay. Die verehren doch nicht einfach mal hier, nur weil hier so ein Fels in der Brandung steht oder was. Na denn.
Ja, gehen wir hier mal hoch. Guck mal. Was zwei Stück? Okay. Und der? Drei. Drei. Und hier haben sie ihre heidnischen Rituale abgehalten. Na denn. Menschenopfer. Ich weiß gar nicht, wo ich da hochgeklettert bin, wenn es da auch hergeht. Keine Ahnung. Okay, glatt ist nicht. Ja, das geht nicht. Bin ich hier hochgekommen? Ach so, das waren die Duvensteine. Na, weiß nicht, so richtig spektakulär waren die, glaube ich, nicht. Heute eine Loser-Tour. Was hast du dazu? Ich sag, heute ist eine Loser-Tour. Erst keine Sachen, die einen begeistern. Dann noch die Brille verlieren. Das war jetzt das Schlimmste. Das war so das i-Tüpfelchen, ne? Die Brille ist weg. Nur noch ein Sturz in den Dreck. Dann wäre das Glück heute komplett. Das kann ja noch passieren. Wir haben ja noch meine Tempo gleich vergessen. Ein paar Kilometer vor uns. Ja, gut. Ja, die Hälfte haben wir jetzt. 8 Kilometer haben wir hinter uns. 8,58. Die Hälfte haben wir. Also dann nur bei 16. Nicht mal einen Halbmarathon. Nicht mal. Hier ist ein schöner Sonntagsspaziergang, sehen wir mal. Gut. Weiter geht's. Auge nach vorne. Ja. Aber so hier jetzt im Sommer wäre hier auch nicht schlecht. Nee, das geht schon. Ja, aber jetzt wieder weg runter. So, was ist eigentlich die nächste Etappe, das nächste Etappenziel? Weiß ich gar nicht mehr. Ist gar nicht mehr viel gewesen. Wollte ich sagen, wir haben den Steinbruch. Gesagt, den Wasserfall haben wir verpasst. Ja, der war. Ja, wir haben mal sehen. Der muss ganz klein gewesen sein, glaube ich. Klein auf dem Foto war der aber nicht klein. Ja, vielleicht ist er extrem nah dran gegangen. Ja, die Duvensteine, okay.
Hier den Steinbruch haben wir. Den Steinbruch, ja, das war noch das Interessanteste für mich. Ja, das stimmt. Highlights waren da keine bei. Nee, nicht wirklich. Da waren noch keine Tür mehr. Keine Tür mehr. Wir machen, okay, wir sagen jetzt. Keine Etagen heute. Wir machen jetzt keine Strecken mehr ohne Turm. Wir brauchen mindestens einen Turm. Gucken wir mal. Etagen. Oh, die sind heute ganz schlecht bestimmt. Ja. Oh. Da schreien Gänse. 10 Etagen. 10 Etagen, was ist ja, das denn? Warte, ich gucke. Da passt das nicht. 17.000 Schritte habe ich mittlerweile. Mehr nicht? Du hast noch 2.000 mehr als ich, ne? Ich habe 5.000 gehabt, wo wir losgefahren sind. 5? Ja, ich habe heute 50 Etagen erst. Na ja, so hoch und runter geht es ein bisschen. Ja. Aber ist von zu Hause auch noch was dabei, ne? 3 Kilometer in der Stadt heute Morgen. Ja gut, die habe ich natürlich nicht. Wo der Herr Meier noch geschlafen hat. Ja, ich brauche meinen schöner Schlag, dafür bin ich aber auch hübscher. Das ist halt so. Ja. Du hast zwar mehr Haare, aber ich habe das hübschere Gesicht. Oh, jetzt Ruhe. Ja. Wir werden beobachtet. Das glaube ich auch. Die haben uns zumindest gehört. Von den Affen vor dem Fernseher, ja? Nein, er meint euch nicht. Nein. Zutrauen. Und immer schön, wenn ihr Daumen hoch ist wichtig, habe ich gehört. Ich bin ja auch nicht so der YouTuber. Suert und suert. 12 Meter rechts, halb rechts. Da hinten. Da kannst du immer noch 30 Meter zurechnen. Also wichtiger ist, dass ich nicht meine Handschuhe verloren habe. Ja, das wäre, glaube ich. Da wäre ich zurückgegangen. Obwohl, wenn du eine richtig teure Brille gehabt hättest, das. Ja, die von Netto für 3 Euro. Also. Nee. Schauen, was ich machen muss. Geld muss ich noch holen. Ja, du kannst das jetzt hier auch jetzt in die Kamera rein sagen, dann kann ich dir das hinterher. Schneidest du mir das raus, mein Einkauf. Genau. Könnte ich machen. Also, neue Brille kaufen, Geld holen, Palette Bier. Öl nachgucken lassen, das kannst du selber nachgucken. Weil der Bier, ja, aber auffüllen, ich habe nicht so viel Öl du. Zu Hause, Motorenöl. So. Ja, das kaufst du ja wohl im Dingens. Also fährst du ja wohl nicht zur Werkstatt, die ziehen dich doch über den Tisch also, da. 50 Meter von meiner Butze ist eine Werkstatt. Ja, das ist mal. Da zahle ich immer 6 Euro, da füllt man die Gucken und füllt ein bisschen nach. Ach so, ja gut, das geht. Also, mehr ist das nicht. Das geht. Ja. Das geht. Sind wir hier richtig? Ja. Ja. Alter, wie kann man hier hinziehen? Ey? Das ist doch. Ja, hast du da eine Uhr? Ja, das ist wohl wahr. Nee, das sieht keiner von den Straßen. Du, wenn du. 2 Stunden von Elbe. 59 Meter. Puls. 118 Herzschläge pro Minute. Oh. Ja, guck mal, wir haben wieder nachgelassen, Zeit verloren. Letztes Mal haben wir uns so abgerackert. 9 Kilometer. Was macht dein Akku? Keine Ahnung. Wird irgendwann leer sein. Wenn wir 2 Stunden unterwegs sind, muss ich wieder wechseln. Ich habe eh nur 3. Mehr als 3 Stunden können wir nicht aufnehmen. Oder 3,5 sind es halt. 3 Minuten, 1 Stunde 10 kann ich aufnehmen. Puh, Akku. Ja. Links oder hier rechts? Geradeaus. Cool, Lage.
Mahlzeit. Jetzt wäre ich der Hund verfroren. Ja, das stimmt wohl. Was sagst du? Gut helfen. Ja. Aber ich denke, das hat mir schon gefallen. Eigentlich ganz gut. Also mit diesem Wald. Ja, nicht so matschig. Was suchst du? Hast du mal gesagt, da hattest du noch auf dem Kopf. Oh Gott. Family oder was? Keine Ahnung, Dorian oder. Hat Willi denn gestern gemacht? Nichts, ne? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich hab nicht mit ihm. Tanja hat, glaube ich, einen Mann. Ich hab schon, seitdem er letztes Mal bei mir war, habe ich noch nicht wieder gesprochen. Nee, die. Waren zu stressig. Schneeschupperei oder so. Ja. Ja, wir müssen einmal noch über den Berg nachher, ne? Da wird dann nochmal. Ist das so? Ja, hier da rüber, über einen guten Hügel, ne? Ja. Zum Schluss. Okay. Ja. Gehen wir schon hin. Ja. Ja, musste sie halt ausziehen, die Hose. Die werden wir da so vor der Tür abgeben. Was ist hier denn? Zum Wasserfall, 5,6. Malepatus. 7,5. Zum Wasserfall. 5,6 steht hier. In ja, die Richtung. Geht. Aber in die Richtung sind 5,6. Okay, dann halt die Abkürzung. Ja. Und warum gibt es keinen Fall in unsere Richtung, wo wir hingehen? Das ist der ganz geheime Weg. Das ist der ganz geheime Weg. Den geht sonst keiner. Außer der Gaul. Der hat er schon wieder geschissen. The Wanderers. Und The Wanderers, genau. Machen wir eine Nahaufnahme für die Verwandtschaft. Alle abgrasiert, die Burgen hier. Hast du den Eintritt genommen von deiner Mutter und deiner
mein Bruder. Nee. Ja, fürs Kino. Das sind ja Testbeobachter oder Testschauer, die. Ja, jetzt aber am dritten Mal wird aber bezahlt, ne? Ja, wir müssen uns ja auch irgendwo finanzieren, ne? Ja. Ich glaube, das wollen die nicht. Haben die jetzt schon fließend Wasser hier oder nur Bergwasser? Keine Ahnung. Ja? Strom. Ja, habe ich dir eben schon gesagt, das ist. Ich kann so schöne Partys machen. Ja, live brauchst du nicht sein. Nee. Ja, gibt es Strom. Naja, da kommt aber auch nicht so viel bei rum, glaube ich. Sagt die Uhr, muss ja schon mit dunkel rechnen. 14:13. 14:13. 8 Kilometer noch. Das ist schon eng. Was, 14:13 sind wir fertig, oder was? Nee, Viertel nach zwei haben wir jetzt. Wir haben jetzt Viertel nach zwei? Jupp. Alter, wie kommt das denn? Ich hab sie. Kann gar nicht sein, oder? Die Lügenuhr wieder, die Lügenuhr. Wenn du meinst, da wäre nur eine Dreiviertelstunde, dann wird's dunkel. Ja, guck mal. Ja. Kommt Auto, Polizei. Weil du so schlecht los bist, also so spät. Warte, der fährt der fährt da oben her. Oh. 8 Meter weg. Oh, jetzt sehe ich da. Ja, eigentlich sollten wir auch da oben lang. Aber wir haben jetzt den Weg hier, den Parallelweg genommen. Ja. Wie geht's mit dem Boden? Na denn? Weißt du, steht auch schon auf dem Baum. Da oben. Da hinten ist nochmal ein Weg. Oh, eine Wandergruppe.